seine Leiche wirklich. Ja, eine Fische kann. Ja, Fische. Wieso? Und dann, das ist ja eine Sache von Lebensenergie. Und wie ich sehe so und merke, sind sie mit 91 noch topfit eigentlich so. Und wollte jetzt ein paar Fragen von uns stellen. Haben Sie es eigentlich freiwillig gemacht, dass Sie hergekommen sind? Schon meine Kinder haben das hier, die wohnen nur zufällig hier gegenüber. Und die haben sich Sorgen gemacht. Ich bin von einem Krankenhaus ins andere gekommen. Mein Gott, wie wird die Mutti nun mit dem? Ich bin 90 Jahre alt geworden vor euch Jahr. Ja. Wie geht das weiter? Wir haben keine Zeit, wir arbeiten und wir können uns nicht so viel kümmern. Wir machen uns einen Kopf. Nicht? Und da die hier das Heim nun auch beobachtet haben und ein bisschen und einen guten Eindruck davon hatten, haben die mal gefragt, ob sie Zimmer frei haben. Kurzum. Sie haben mich hier erstmal verfrachtet und ich war hier erstmal zur Probe. Und was ich, die ich auch immer gesagt habe, mich bringt ihr nie in ein Altenheim, ja, also niemals und so weiter. Was mich aber dann veranlasst hat, sehr schnell Ja zu sagen, das waren die Pflegekräfte. Die haben hier eine Atmosphäre verbreitet, die sehr liebevoll war, ja. Die mir auch gesagt haben, wir wissen, das ist hier euer letztes Zuhause. Und das müssen wir euch so angenehm wie möglich machen. Und das haben sie auch. Ja, also ich wusste immer, dort kann ich hingehen, wenn ich nicht mehr weiter kann. Wobei die Schwierigkeiten, die sie haben, die sind nicht hausgemacht, die sind allgemein. Es gibt zu wenig Pflegekräfte, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr hier seid und euch darum bemüht. So bin ich in die Pflege gerutscht. Und Sie? Bei mir ist durch den Zivildienst gekommen. Das ist ja schon meine zweite Ausbildung. Bei meiner ersten Ausbildung, da war dann nichts mehr. Zivildienst gemacht und das fand ich halt toll und habe es dann weitergemacht. So, wann arbeiten Sie in diesem Beruf? 15 Jahre. Sie? Ohne Ausbildung. Also ja, ich habe auch 2001, jetzt auch 11 Jahre angefangen. Muss man für diesen Beruf ausgebildet werden? Natürlich. Ja. Nicht einfach mit Menschen umzugehen, gerade ältere Menschen, das muss man schon Vorahnung haben, sonst geht es nicht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man ältere Menschen arbeitet, also wenn man mit Älteren arbeitet? Ein gutes Gefühl, wenn man rausgeht und die so die Dankbarkeit zeigen, dass sie Hilfe bekommen. Das ja, und das Schöne ist auch an diesem Beruf, da man ja mit Menschen arbeitet, die Arbeitsabläufe sind zwar daher sehr gleich jeden Tag, aber da aufgrund der Menschen, die sind ja nicht jeden Tag gleich, du weißt nie, was dich erwartet. Ich bin der Hassan und werde euch jetzt ein paar Fragen stellen. Also, ich würde gerne wissen, wie ihr darauf gekommen seid, diesen Beruf aufzuüben. Meine Mutter ist im Pflegebereich zuständig. Sie ist Altenpflegerin. Sie erzählt mir viel von ihrem Alltag. Also, mir gefällt. Sie hat mir hiervon erzählt. Ich war überzeugt, deshalb habe ich auch angefangen und will in meiner Zukunft auch im Pflegebereich arbeiten. Also beziehungsweise im Krankenhaus. Macht es euch Spaß, mit den älteren Menschen zu arbeiten? Was für ein Gefühl ist es, so mit älteren Menschen zu arbeiten? Es ist ein gutes Gefühl. Also wenn du nach der Arbeit rauskommst, kommst du nicht an und sagst, also schnäufst alles raus und sagst, ja, war das scheiß Tag und so, sondern du bist glücklich, dass du Menschen helfen konntest. Also, du bist also stolz darauf, zu sagen, dass du hier arbeitest. Natürlich. Also, man ist stolz darauf, Menschen geholfen zu haben. Und wer ist nicht stolz darauf, jemandem zu geholfen zu haben? Nee. Ist es eigentlich ein Beruf für Männer oder für beide Leute? Ich würde mal sagen, für beide. Also, ein paar Dinge so Frauen, ein paar Dinge Männer. Aber die brauchen halt in dem Beruf auch sehr viel. Also, es ist auch kraftanstrengend. So. Und halt, da braucht man auch viele Männer. Zum Beispiel, es gibt Sachen, zum Beispiel Betten umschieben und so. Da haben die Frauen nach der Zeit immer Schwierigkeiten und da wir Männer eine größere körperliche Fähigkeit haben, so, jetzt nicht falsch denken, sondern so, wir können das länger machen, also wir können das länger durchhalten.
Zu Frage, letztendlich, was der IBBC für ein Betrieb ist? Ja, die IBBC hilft uns auf jeden Fall, halt jetzt bei, durch diesen Einstellungstest durchzugehen. Also, dass wir das schaffen, dass wir diese Voraussetzung haben, dass wir diese ganze Ausbildung schaffen. Wenn du von Anfang an nichts weißt und dort einfach dich reinsteigerst, kann es auch schief gehen. Aber die helfen uns, dass wir vorbereitet sind, dass wir wissen, um was es geht, was wir zu machen haben. Es geht darum,